Unterbrechung mitten im Aufwärtstrend. Mit 3 Pflichtspielsiegen in Folge ging Schalke in die Länderspielpause. Ein denkbar schlechter Zeitpunkt. Vollbremsung bei der Bundesliga-Aufholjagd. Normalerweise denkt man ja, die Länderspielpause ist mal so zum Durchschnaufen gut geeignet. Ich muss sagen, die war bei uns ja schon auch intensiv, die Phase, weil wir versucht haben, auf den einzelnen Spieler eben zugeschnitten auch das Training zu gestalten. Und es war intensiv, ja, und gut. Nach 5 Pleiten zum Bundesligastart rehabilitiert sich Königsblau. Der Vizemeister hat den letzten Platz verlassen und will weiter klettern. Wir sind einfach hungrig auf Erfolge, hungrig auf gute Spiele, hungrig auf Mut. Und deswegen ist es egal, wer der Favorit ist oder nicht. Also darüber machen wir uns keine Gedanken. Zumindest tabellarisch könnte Gegner Werder Bremen Favorit sein. Einen Saisonstart wie die Grün-Weißen hätte man sich auch auf Schalke gewünscht. Platz 4 und nur 3 Punkte hinter dem Spitzenreiter. Wir sind der FC Schalke 04, unabhängig vom Tabellenplatz. Und es wäre jetzt einfach zu sagen, dass wir da nicht Favorit sind, sondern wir haben ein Heimspiel, wir haben ein fantastisches Publikum, fantastische Fans, die noch einmal mehr in den letzten Wochen bewiesen haben, wie sehr sie zum Verein, zu der Situation, zu den Spielern und zu allem anderen stehen. Und deswegen möchten wir weiter zurückzahlen. Heißt nicht weniger als Pflichtspielsieg Nummer 4 in Folge und den königsblauen Aufwärtstrend fortsetzen.